zeig dir gleich mal was, Falco. Finde ich absolute Hammer. Das hatte ich schon mal bei einer Saison tatsächlich. Entweder hat es was zu tun, dass du halt dir eine Finanzspritze halt geben lassen kannst mit den Punkten, die du verdienst. Aber eigentlich hatte ich die schon für meine anderen Karriere-Sachen schon komplett aufgebraucht gehabt. Deswegen macht mich das ein bisschen stutzig. Aber gut. So, wir werden noch Wanyoman, wenn wir noch trainieren, schnell. So, ja, wir hätten ja auch noch, ja stimmt, wir hätten mit Dreieck hätten wir gleich machen können, hat ja schon Moltix uns gesagt. Ja, gucken wir mal. Oh, mal wieder ein A-Training, sehr schön, der hat Bock, der will auf die 71 krabbeln. Und auch Puitink hat Bock. Sans hat auch Bock. Ich hoffe, Gash auch. Ja, aber dafür Wanyoman. Wanyoman hat richtig, richtig Bock. Sehr schön. Wunderbar, die entwickeln sich sehr, sehr gut. So, gut, dann was haben wir denn hier? Ja, da siehst du es, genau. Ne, ich hatte ein Transferbudget von knapp 3 Millionen. Gehaltsbudget brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und auf einmal, ich weiß es nicht, ich habe nichts gemacht und so weiter und so fort. Auf einmal jetzt 28,3 Millionen, 315.000. Gut, ich könnte noch natürlich schwanken. Ne, und 45,83 Millionen Profit. Das ist crazy. Das heißt, es geht schön im Winter auf Einkaufstour. Da könnt ihr natürlich auch gern mir mal den einen oder anderen Tipp dann geben. Danke, dass Sie mich wieder in die Mannschaft aufgenommen haben. Ich muss nicht jedes Spiel spielen, aber ich brauche Einsätze. Denn sonst muss ich den Verein wechseln. Ja, ist ja gut. So, ich erwarte, dass du dich weiter verbessert. Du musst meine Erwartungen übertreffen, wenn... Ja, genau. Ja, wir haben unsere Leute, von daher bist du definitiv nicht gesetzt. So, jetzt sind wir im Dezember und jetzt geht's gegen den Hallischer FC. Lieber Moltix, dein Verein... So, schauen wir mal. Denen geht es momentan gar nicht gut. Also nicht nur im Real Life. Oh, da sehen wir es, Campbell. Uhud hat aber auch getroffen. Mit 14 Toren. Campbell jetzt 15 Treffer. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Aber jetzt gucken wir auch nochmal. Selbst hier. Hallischer FC 19. Das heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt eine leichte Aufgabe wird. Definitiv nicht. So. Aber man merkt auch, es wird Zeit langsam, dass wir in die Winterpause kommen. Gefühlt jede zweite Mannschaft wird von Sunmaker gesponsert in der dritten Liga. Es ist unglaublich. So. Okay. Dann schauen wir doch mal. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Ja. Okay. Warum ist das ein... Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel.
Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Wichtige Ligapartie für FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Und die Chance! Ah, das ist ja gut, aber der Ball geht dann doch. Da hat doch davor bei Berlin gespielt, oder? Könnte die Führung werden. Wow. So wird das nichts. Gefährlich. Oh. Oh. Oh, der kommt direkt wieder. Ah. Oh, oh, oh. Wann jetzt? Ah, abseits. Hä, ich hab doch. Nein. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Führung. Oh Mann. Es wird jetzt Modic wird es jetzt freuen. Björn Jopek. Scheiße. Komm! Ja! Ja. Also das darf nicht passieren. Sie geben die Führung gleich wieder her. Sie schlagen gleich wieder zurück und genauso geht's. Und das ist natürlich wichtig, auch damit der Gegner. Klar, wenn den Campbell so kriegt, dann. Kannst du machen, was du willst. Da musst du hin, Menschenskinder. Mann, 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 Mann. Jawohl. Ah. Oh mein Gott. Komm schon, setz dich durch. Jawohl. Und wer ist es? Das haben wir hier wieder gesehen. Natürlich. So ein Eigentor ist natürlich. Was Eigentor? Er will ja eigentlich helfen und den Ball abwehren und dann kommt's anders. Ja, aber wird wahrscheinlich für Campbell gewertet, ne? Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera. Oh ja. Danke an die Regie dafür. Stimmt. Für wen wird es jetzt gewertet? Wäre interessant. Nein, es wird für ihn gewertet, ne? Für Campbell. Ja. Wird für Campbell gewertet. Damit 17. 17 Treffer. Schon wieder ein Doppelpack. Tyrese. Maschine. Alter Schwede. Oh, 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 oh. Komm. Ah, da war gleich ein neuer. So, komm, komm her. Jawohl. Wow! Alter! Alter Boyd, ey, mit was für einem Abstauber. Krass. Krasser Typ, ey. Hammer. Kurz vor dem Pausenpfiff fällt doch noch das Tor. Es ist der Ausgleich, ein wichtiger Treffer. Psychologisch vor allem. Der hat jetzt noch sein müssen. Oh, 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 oh. Da hätte er nur mal rüberlegen müssen. Macht er gut. Oh, oh, oh. Wow. Boyd, Alter. Nee, das war nicht Boyd. Es war alter Schwede. Was geht denn hier ab? Was machen denn die? Ach du Scheiße. Alter, was für Hämmer. Felix Trinkgut. Alter Schwede. Boah. Und gleich mal Doppelpack, also gleich mal. Boah. Haben sie direkt mal das Spiel wieder gedreht. Krasse Scheiße, muss man lassen. So, jetzt gucken wir nochmal. Magdeburg. Ey, Magdeburg ist momentan nur noch am Losen. Da können sie froh sein, dass sie noch. Und damit pfeift er die zweiten 45. Das heißt aber, dass wir auf jeden Fall jetzt auch wieder Gas geben müssen. Ja. Klasse Pass. Boah.
Alter, und oh, was? Die spielen es aber auch gut heute. Oh! Den Boyd kann man in FIFA nicht spielen. 32 Tempo, okay. Ja, der hat, ja, ich weiß, aber hier hat er zwei Tore gemacht. Wir kriegen es nicht gestisselt. Der Ballverlust. Jetzt vielleicht die Flanke. Weiter dieses Ziel ist immer noch gefahren. Die Kopfballchance auf das Spiel. Ja, weil da Spieler liegen. Nansic. Oh nein. Oh je, Nansic wird länger ausfallen, okay. Ist aber wiederum die Chance dann entweder für Herrscher oder für unseren Neuen. Mal gucken, müssten wir ihm halt einen Profivertrag geben. Okay. Die Niederlage müssen wir hinnehmen. Leider Gottes. Hoffen wir mal, dass Magdeburg jetzt auch verloren hat. Magdeburg hat tatsächlich verloren, also die lassen ordentlich federn. Ingolstadt hat aber dafür, das war direkt der, Ingolstadt hat dafür wieder Punkte gemacht. Ja. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Er macht das ja nicht absichtlich, genau, richtig. Er geht im Training enorm konzentriert und will immer alles geben, genau. Nansic hat sich leider verletzt und fällt 7 Monate aus. Oh Gott, wie beeinflusst das? Puh, baldige Genesung, ja. Wir werden seine Leistungen vermissen. Ich wünsche ihm eine komplikationsfreie Genesung und freue mich darauf, ihn bald wieder im Training. Ja, so bald. Es war eine tolle Serie, ja. Es war eine tolle Serie, die so lange gehalten hat. Ich bin stolz darauf, was die Mannschaft erreicht hat. Ja, genau, stimmt. Juhu! Prokrates, Halle-Sieg, ja. Halle hat gesiegt. Ja, schade. Jetzt sind wir schon wieder auf dem 6. abgerutscht, ne? Und da war man so gut. Aber zum 3. ist es tatsächlich nur noch 2 Punkte hin. Wenn wir uns das angucken. Ja, Ingolstadt hat durch den Sieg gegen Magdeburg natürlich, ja. Natürlich wieder Punkte gut gemacht. Ah, Spieler verletzt. Oh Mann, was hat denn der? Kreuzbandriss. Oh ja. 7 Monate. Nansic, der so gut sich wieder in die Mannschaft reingefriemelt hat. Schade. Echt schade.